Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lotus Simulator Düsseldorf 1981. Wir befinden uns am Hauptbahnhof im Kehrgleis und wollen heute mit diesem wunderschönen B80D eine kleine, naja, nicht Rundfahrt, sondern eigentlich sogar eher eine Linienfahrt drehen. Dass ich mal wieder mit dem B80D fahre, ist auch ein Wunsch vom Lukas. Grüße an der Stelle. Er hatte mich angeschrieben, hey, oder ich hatte ihm die erste Folge mal zugeschickt gehabt, habe gesagt, hey, guck mal bitte drüber. Ja, fahr mal bitte in der nächsten mit dem B80. Ich so, ich habe schon eine GT8-SU-Folge noch aufgenommen. Jetzt fahren wir mit dem B80D eine Runde kurz zum. Ja, verraten tue ich das noch nicht. Ich zeig nur, was ich schilder. Ich gebe ein die Linie 07900. Und schilder die Route 2. Er sagt, ich stünde jetzt am Jan-Wellen-Platz. Das ist natürlich falsch. Aber wir fahren jetzt den Linienweg der 79 zu einem späteren Zeitpunkt. Soweit ich das weiß, ist die dann nämlich auch irgendwann mal am Hauptbahnhof gestartet und fuhr über Graf-Adolf-Platz zum Opernhaus und dann runter in den Tunnel. Da kommt die E76, da kommt die 79. So, Wilhelm-Marx-Haus, Graf-Adolf-Platz. Duisburg Zoo Uni. Opernhaus gibt es nicht als Ziel, oder? Opernhaus. Nee. Nee. Hätte mich jetzt auch gewundert. So. Aber wir werden mit dem Fahrzeug jetzt eine Runde drehen. Wir fahren jetzt einfach schon mal los. Wir können die Tür 1 ja mal in die Automatik nehmen. Das können wir noch vorbereiten. Ansonsten. So. Da kommt gerade nichts. Da steht hinten in der Live noch, oder? Ja. Müsste. So. Also ich habe, wie gesagt, in der letzten Folge, ich hatte mal meine Grafikeinstellung sehr, sehr hochgeschraubt. Ich muss das Ganze noch mal fein einstellen, weil so geht das jetzt ziemlich auf die Performance. Muss das mal fein einstellen, wie das für mich am besten ist. Grafik ist halt sehr, sehr wichtig. Performance, aber eigentlich noch mehr. So, Türfreigabe geben und zentrales Öffnen. Einmal. So, keiner will ein- und aussteigen. Dann nehmen wir die Freigabe zurück. Und fahren los. So, hier geht es jetzt erstmal geradeaus schön. Wir fangen an zu blinken. So, und ich gehe davon aus, dass die U79 dann damals hier am Bismarckplatz nicht angehalten hat. So. Oh, ein Inverterdefekt. Noch ein Inverterdefekt. Noch ein Inverterdefekt. Okay. Böse. Will einsteigen.
Ja, komm. Zentrales öffnen. Zentrales schließen. So. Dann nehmen wir die hier halt doch mit. Dann sind wir einfach der erste Zug des Tages. Der hält einfach überall. Schön mit 40 durch die Innenstadt. Na, eine Ampel gerade nicht geladen. Also man merkt, dass das Spiel wirklich noch im Early Access drin steckt. So, zentrales öffnen. Alle einsteigen. So. Und dann geht's noch über die Ampel rüber. Uns geht es nämlich weiter geradeaus. Jetzt kommt zwar kurz der Abschnitt hier, wo links nichts bebaut ist. Ist nicht schön, gebe ich zu. Auch hier die Kreuzung ist, wenn ich das einfach vermuten darf, einfach noch nicht eingerichtet. Ist jetzt aber nicht so schlimm in meinen Augen. Wir fahren jetzt hier einfach lang. Nächster Halt ist jetzt der Graf-Adolf-Platz. Da können wir rein theoretisch den Blinker schon für rechts setzen. So, und machen einmal zentrales Öffnen. So, schön ein- und aus. Dann haben wir die Freigabe. Und so, wir dürfen rechts. Machen wir das jetzt auch mal ganz langsam. Gestellt oder? Die ist noch defekt. Ich glaube, die müsste jetzt aber auf gerade gestellt sein. Ja. Kommen wir noch drüber. So, jetzt ist da vorne grün. Gehen wir mal hoch auf 35. Oh, hier könnte es damals echt gut Unfälle gegeben haben. So, jetzt hier der nächste Halt. Benrather Straße müsste das sein. Alles öffnen. Da möchte aber keiner einsteigen. So. Ah, das schaffen wir noch. So, und jetzt müssen wir die Weiche, glaube ich, gleich umstellen. Die ist nämlich, dürfte jetzt falsch stehen. Ja. So, jetzt liegt sie richtig.
Wir wollen nämlich nicht zum Jan-Wellem-Platz zurück. So. Dann geben wir noch die Freigabe. Nehmen das zentrale Öffnen nämlich zurück. Und dann nehmen wir die Türfreigabe zurück. Und dann fahren wir mal. So, wir wollen nämlich nicht hier rechts lang. Wir wollen hier geradeaus. Weiche sah gerade wieder kaputt aus, aber sie ist richtig gestellt. Das ist schön. So, und jetzt halten wir hier noch einmal am Opernhaus an. So. So, und jetzt fahren wir Richtung Tunnel. So, die Leute sind ausgestiegen. Ein paar sind eingestiegen. Läuft er hier nach vorne, um einzusteigen? Ne, er läuft einfach nur seinen Pfad auf und ab. So. Offiziell haben wir rot. Wir dürfen hier jetzt nicht drüber fahren für die Zugsicherung. Ich habe jetzt aber die Erlaubnis bekommen, von der Leitstelle hier runterzufahren. Ja, und das ist dann der Linienweg, der 79 gewesen. Die ging dann irgendwann ab Opernhaus hier nach unten in den Tunnel. Na, gucken wir mal. Das scheint aber schon das Ende immer noch zu sein. Ich denke mal, wir sind dann damit am Ende der heutigen Folge angekommen. Weil hier unten wird jetzt nicht großartig was gebaut sein. Ich glaube, da geht es jetzt kurz hinter der schwarzen Mauer geht's durch. Dann liegen da, glaube ich, noch so 10 bis 15 Meter Gleis. Und dann war es das, glaube ich. Ah, hier, guck mal. Hier ist sogar schon Ende. Direkt an der schwarzen Mauer. Naja, gut. Ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge für heute angelangt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder vom Let's Play Düsseldorf 1981. Und ja, ich würde sagen, bis dahin und bye bye.